Doch. Meine Güte, was geben die alle Geld aus? Dann gehe ich, oh, nach hier unten hin. Bleib ich beim billigen 2000. Klar, ich meine, das ist hier die Gegend, wenn das sich so fortsetzt, hier, das ist wieder 46, das könnte hier oben recht viel werden. Aber hier unten, ich weiß es nicht. Wird sich zeigen. Am Ende, weiß ich nicht, wie viel Unterschied das wirklich macht. Mal so gesehen. Wobei, wie gesagt, ich habe ja 40.000 oder fast 40.000 Gewinn gemacht. Ah, ach so, das muss man auch extra größer machen. Mit Geld, okay. Verwende den Button in der Ecke, rechten Ecke, um alle deine Waggons aufzurüsten. Okay, 1, 2, 3, so. Mal gucken. Na, wo wollen... Da geht er nochmal. Die sind flott. Die sind echt flott geworden. Ist schön. Ich lasse es mal bei 2 erstmal. Weil dann das Überschießen halt... Oh, guck mal, direkt beides getroffen. Das Überschießen halt entsprechend schnell dann passieren wird. Ich brauche wieder einen Kredit. Ich brauche mehr Wagen. Ich hätte mal erstmal eins nur bauen sollen. Eins von den Dingen hier. Verkaufen auf der linken Seite. Das steigert das sich vielleicht noch. Nee, doch. Das Fels links steigt. Klare Sache. Ich sollte mal nicht auf komplett runtergehen. Das hilft vielleicht nicht. Weil ich kann in der Zeit halt nichts anderes machen jetzt. Wahrscheinlich wird das wieder ganz, ganz tief erst irgendwo sein. Ja. Na gut, noch ist es nicht ganz tief, aber zumindest schon ein bisschen. Wahrscheinlich. Ich weiß ja nicht, wie genau das ist, ob das jetzt gewesen wäre. Ah, sieht ziemlich winzig aus, mal ganz ehrlich. Das ist ja wirklich albern. Wahrscheinlich eins von den Feldern, wo man sagt, hier komm, das ist nur drinne, damit man als Spieler möglichst nicht den Erfolg bekommt, dass man wirklich komplett alles abgegraben hat. Alles ausgesaugt hat, gehe ich mal fast von aus. So. Das kann meinetwegen verdickt werden. Hier, das sieht auch eigentlich ziemlich... Das sieht spontan viel aus. Zumindest kann man ja überlegen oder man kann sehen, wie schnell quasi der Inhalt sinkt. Hier ist es jetzt sehr viel schneller gesunken als zum Beispiel da oder da. Hatte ich zumindest den Eindruck. Und größer machen den Kram. Keine Ahnung, wie viel da jetzt mehr reinpasst. Anscheinend... Ja, so ein Viertel mehr vielleicht. So ein Viertel oder ein Drittel mehr. Also es ist jetzt nicht so, dass sie plötzlich doppelt so groß werden. Ein bisschen, ja, aber nicht gleich doppelt. Oh, ist auch okay, ne? Kann man machen, klar. Noch ein weiterer. Das wird dann mal schauen. Dass ich möglichst frühzeitig halt schon mal weiß, wo der Krams ist. Ist jetzt nicht wichtig, aber ich meine, es ist ja... Wir haben es ja gerade mal. Und alle mal nach rechts verkaufen hier. Und noch weitere Wägelchen. Da findet er noch was weiteres, okay. Und der andere ist da gerade mal. Na, oh, ich habe getroffen. Sehr gut. Das sieht aber auch spontan auch nicht so knallerriesig aus. 8 verkaufen, alle verkaufen hier. Man könnte wahrscheinlich noch mehr sparen, wobei das ist besseren Preis als das hier oder wesentlich besseren Preis kriegt man eh nicht. Mal sind wir da mal ehrlich. Okay, da ganz rechts ist noch was. Ja, hier komm. Bohr runter den Krams. Machen wir es mal so. Ich will zumindest mal ein bisschen vermeiden, dass ich möglichst... dass ich sehr viel zufällig durch die Gegend hantiere hier. Sondern ein bisschen mich vorher informiere, wo denn was ist und wo genau nicht. Es scheint erstmal so nicht die riesigen Vorkommen zu haben hier. Nicht spontan hier solche riesigen... überdimensionierten Mengen. Wobei, das hier könnte ein bisschen mehr werden. Ja, sieht ein bisschen nach mehr aus. Mache ich da mehr noch? Mache ich da ein größeres? Mach ich das größer hier? Könnte man dann machen, ne? Hier, komm, ich mach das mal. Wer weiß, was da noch alles sein wird. Und noch ein hier. Und noch ein hier. Wer weiß, ne? Vielleicht finden wir was. Der findet tatsächlich was. Schön. Wahrscheinlich hier haben wir ja Steine dann.
Heißt, so ein Bohrer-Upgrade würde sich schon mal wieder lohnen. Und dann verbindet man den Krams meinetwegen auch noch. Falls man da auch noch irgendwie, falls man hier auch noch weiter bohren wollte und müsste. Wo ich mir fast von ausgehe. Ja, wird aber wahrscheinlich erst unterm Stein sein, das Ding. Ja. Okay, von den Pferdewagen, die letzten zwei brauche ich noch gar nicht mal. Wobei das Upgrade für die größeren Wagen halt wahrscheinlich da den Unterschied machen wird. Und wahrscheinlich auch relativ teuer gewesen sein wird. So. Das fand ich mir so komisch. Das ist halt das letzte Mal, dass der nicht konkret genau exakt an der Stelle stand, sondern ein bisschen versetzt der ganze Krams war. Oder halt ein bisschen mehr versetzt sogar. Deswegen habe ich da nicht die ganzen... deswegen habe ich da ein paar der Sachen nicht wirklich ernsthaft finden können. Ach, guck mal, der Preis ist... Halt mal. Wahrscheinlich war der direkt konkret im Eimer der Preis die ganze Zeit und ich habe trotzdem verkauft. Das befürchte ich gerade mal. Links ist er jetzt super, aber rechts wahrscheinlich. Ich meine, der stieg gerade. Weiß ist er... Na, jetzt ist er hier höher. Mano. Immer dieses Schwanken. Als ob man plötzlich irgendwo... Was weiß ich... Am Wochenende unterwegs gewesen wäre. Okay, der eine ist aber wirklich... Der scheint abgehauen zu sein. Ich werde nochmal einen hinhauen. Ich werde nochmal zwei da hinhauen. Meine Güte, ne? Warum nicht? Das scheint, es erscheint mir im Moment sehr wenig, was ich bis hierher herausgeholt habe. Ich meine, es ist Juni und fast alle Felder sind leer. Mal ganz ehrlich. Ach, guck mal, da unten ist was. Ja, ich sehe das. Ich sehe das. Ein paar kleine Pixel kommen da durch. Ja, das sieht gut aus. Keine Ahnung, wie groß es ist, das Ding. Der andere Kerl ist aus dem Bild gerannt, also theoretisch. Ne? Sollte da nichts mehr sein. So, hier weg damit. Lage den Kram ein. Wir haben genug Zeit. Ich hau da nochmal was hin. Also ich kann mir eigentlich schlecht vorstellen, dass es hier... Dass das jetzt alles gewesen ist. Das wäre vom Gewinn sehr überschaubar. Nennen wir es mal. Das ist leicht zu voll. Okay, das ist ein guter Preis. Wie sie alle gleichzeitig was da rausgeholt haben. Schön. Finde ich ja gut. Ja, das grobe Durchlöchern, das hat echt nicht so viel, so viel Erfolg jetzt hier. Ich bin skeptisch. Au, guck mal den Preis. Gefühlt geht es die meiste Zeit so. Die meisten meiner Kommentare sind, ach, guck mal der Preis. Und ach, guck mal, da ist ja kein Geld mehr. Und ach, ich hätte gerne noch eine Quelle. Das sind so gefühlt die Kommentare jetzt hier die ganze Zeit. Aber im Moment, ich habe nichts mehr. Wollen wir jetzt weggehen? Level anheim, ne? Wunderbar, siehst du mal. Alles gemacht. 3000 extra bekommen. Wunderbar, alles richtig gemacht. Okay, Meister probiert. Ich behaupte mal, das kommt durch die Upgrades. Haben wir jetzt hier noch eine Dingens? Achso, wahrscheinlich werden die anderen auch bald kaufen, ne? Ich würde erstmal Land kaufen. Und dann mal gucken, was dann noch überbleibt. Wo war ich da unten? Die 30 war das. Das war auch echt nicht viel, muss ich sagen. Die 44 und 46, das ist hier oben. Ich versuche das mal. Das wird mir sowas von weggenommen werden. Ja. Das ist so mal. Ja, vielleicht hätte ich da nochmal stärker drauf gehen sollen. Also ist auch gut. 6000 für so ein blödes Land. Mal ganz ehrlich. Ja, ist schön, wenn die... Au, oh, guck mal. Okay. Upgrade, jetzt hauen die sich raus und rein. Was haben wir denn noch hier? Das ist Schnelligkeit. Ah. Ja. Das ist ja die Frage... viel schneller. Ich kann deine Pferde trainieren, damit sie viel schneller laufen können, ohne Öl zu verschütten. Maximale Effizienz. Wäre schön, aber ich meine, ich kann auch einfach ein paar Pferde mehr haben. Im Moment haben wir da eigentlich noch keinen Engpass. Ich habe jetzt, waren das drei Ölenquellen gehabt, die alle ziemlich gut liefen. Wobei, so ewig viel haben die nicht rausgehauen, aber da hatte ich, ich hatte dann nicht alle von meinen Viechern da weggepackt. Schnelligkeit 2. Ja, nee. Das wäre für den Maulwurf. Ich würde gerne auf den Scanner sparen, dass ich hier den Maulwurf vielleicht gar nicht mehr so viel benutzen müsste.
Wobei das halt schon gut wäre. Der Maulwurf. Diamanten, ja. Ich habe bisher noch keinen Diamanten gefunden. Und wenn die 1500 wert sind, so ein Diamant, und ich kaufe das Ding für 20.000, dann muss ich aber einige aus dem Boden holen, damit sich das irgendwie lohnt. Wahrscheinlich, wenn man das ganz am Anfang kauft und Glück hat, dann geht das wahrscheinlich. Aber da muss man wirklich ganz am Anfang schauen und auch Glück haben. Oh no, nee, das mit den Preisen könnte sogar so funktionieren. Willkommen in meiner Bank, ja. Fabrik. Breite 3. Im Moment haben wir auch kein Zeitproblem gehabt, ne? Deswegen wäre das nicht so wahnsinnig interessant. Größe können wir machen. Verzweigung ist auch nicht so wichtig. Timer ist jetzt auch nicht so wichtig gewesen. Ich mache mal die Größe tatsächlich. Naja. Dass ich da vielleicht ein bisschen, wenn man dann zumindest schneller fördern würde, dass man dann vielleicht entsprechend nach den Zeiten schaut, von wegen was, wann, wie, wo ist. Das wollte ich gar nicht. Ich jetzt, warte mal, habe ich das, das habe ich gar nicht gekauft, so. Jetzt aber, das wurde anscheinend nicht gespeichert, ich muss nochmal hier Landauktion machen. Mal gucken, ob die wieder das haben wollen. Natürlich. Das ist. Geht es jetzt genauso aus wie vorher? Das ging jetzt fast genauso aus wie vorher. Ist schön. Aber wenn ich jetzt noch mehr Anteile kaufe. Ich frage mich halt, ob die anderen trotzdem die Auktion mitmachen, wenn ich quasi nicht jetzt Anteile kaufen will. Wir können das gerne machen, klar. Ich guck mal. Wobei, die eine, die hat... Achso, die hat selbst investiert, ne? Ich mach mal so ab 15.000 überlege ich. Ja, so viel dazu. So viel Geld habe ich gar nicht. Daisy erhält die Aktien, lasst uns in die Stadt zurückkehren. Die Daisy hat jetzt 4% schon? Was? Warum denn jetzt... Ach, es ging um 4... Ach, es ging gar nicht um 2%. Och ne, dann hätte ich das Geld sparen können. Das ist okay, das wusste ich nicht. Da habe ich nicht drauf geachtet. Komisch. Tja, hätte ein bisschen anders verlaufen können. 1, 2, 3. Gefühlt, wann ich die kaufe, ist eigentlich relativ egal. Ich hau jetzt schon mal sogar 2 Wagen hin. Wie gesagt, wann ich das so mache, ist ziemlich egal. Aha. Aha. Ah. Aha. Ah, wahrscheinlich wird es schon zu tief sein. Ich gehe da mal hier. Ich mache da doch noch einen weiteren. Ich wollte gerade sagen, ich werde da mal direkt verzweigen. Ach. Ach, guck mal. Das ist ja fancy. Oh. Ich habe kein Geld. Ist gerade so getroffen. Das ist ja hier, das ist ja interessant. Verkaufen für. Ja, oh, machen wir hier, ne? Das stärkt jetzt gerade mal. Das sollte hoffentlich funktionieren. Könnte knapp werden. Wie, was? Die haben nicht mal... Oh Gottchen. Ich hätte gedacht, dass das hier wenigstens für einen weiteren Wagen reicht von der Menge. Aber die hat wahrscheinlich beide sehr wenig dabei. Ja, ich muss mal einen Kredit aufnehmen. Also, gefühlt mache ich das jedes Mal. Nicht nur gefühlt wahrscheinlich. So, Wagen. 1,4 ist sogar sehr in Ordnung. Es wird aber, glaube ich, ein bisschen weniger. Das ist aber ziemlich viel. Ich hau da nochmal hier ein dickes Rohr ran. Ist natürlich gerade mal ein bisschen wagemutig investiert im Sinne von, dass ich eben zumindest noch nicht genug Wagen gehabt habe. Oder nicht so viele zum Verkaufen. Okay, das ist aber ein ganz blöder Preis hier. Mach mal ein Silo hin. Klicke auf den Button über dem Silo, um die Speicherkapazität deines Silos gegen eine kleine Gebühr zu erhöhen. 100, ja, ist okay. Ich werde auch gleich einlagern hier ins Silo. So. Weil mir die Preise einfach mal zu billig sind, gerade mal. Der hat immer noch zu meckern hier. Muss mal ein bisschen vorspulen hier. Okay, gut, klar, es verkauft sich gerade mal nichts. Letztendlich von der Zeit ist es auch nicht so wichtig, wann man sofort damit anfängt, was zu verkaufen.
Das stellen wir jetzt relativ schnell hoch. Trotzdem sollte man halt schauen, dass man zumindest nicht alles im letzten Moment erstmal macht, denke ich mal. So, könnt ihr mal anfangen hier? Ich brauche Geld. Das ist halt die Sache. Ich würde gerne länger warten, aber ich brauche Geld. Mhm. Und zwar für... hier nochmal runter da. Wahrscheinlich werde ich nicht drin landen, weil das noch viel... Das ist gar nicht so tief. Okay, es geht. Okay, das geht. Hier, rein damit. Weitere Leute hier. Der winkt aber noch immer. Das heißt, es muss noch weitergehen hier. Da muss noch was sein. Wahrscheinlich kommt da gleich ein Felsen. Und da wird auch nochmal geflötet hier. Okay. Und da auch noch? Wie, was? Was ist denn hier los? Ist es jetzt doch so ziemlich viel, was ich hier habe, oder was? Oh, 1,13. Das ist gut. Ich brauche mehr Leute. Bombs. 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 1,17. Kapazität könnte ich auch nochmal hier raushauen. Wie tief ist denn das da bitte? Aber mehr Sichtweite zur Seite findet man auch nicht, ne? Indem man hier welche Upgrades macht. Das hat sich connected, das ist schön. Das ging gut. Okay, der Kerl ist weg. Ist es doch genau das gewesen dann? Das irritiert mich gerade mal ein bisschen. So, Maulwurf. Ich weiß nicht, ob es unten oder oben ist. Zwei Würfchen. Und nochmal so ein Routenmensch hier. Meinetwegen noch ein. 4000 haben wir gerade mal angewinnen. Das ist schon mal ein guter Anfang hier. Das sieht doch sehr, sehr gut aus. Nicht, dass hier unten dann wirklich gar nichts ist. Und ich einfach jetzt nur... Der Kerl einfach mal zu lange rumstand hier. Da ist noch irgendwo was. Dauert zumindest nicht. Da unten ist Stein. Da sieht das sehr ölig aus. Aha. Bis dahin dick machen, weil das hier aus den zwei Quellen wiederkommt. Und da rechts sind sogar zwei Leute am rumflöten hier. Ha. Mit dem Scanner würde ich jetzt halt schauen, auf welcher Höhe das ist. Ach, ist das viel. Okay. Das ist eine Menge. Das ist ziemlich viel. Das ist eine ziemliche Menge. Zwei Stück. Ja, nee, warte mal. Irgendwie ist es noch nicht so ganz überzeugend vom Suchen hier. Oder es ist halt sehr tief, oder? Hier links, ich weiß nicht, ob da noch was ist. Ich hätte da was gerne gefühlt. Gefühlt müsste das so sein. Hier, komm, der kann auch nochmal hier von dort aus nochmal gucken. Wenn wir eins davon dann auch ein Upgrade kriegen, dann hat das andere das dann auch. Weil hier sind ja Steine. Ah, siehst du mal, es ist mein Gespür gefühlt. Ist okay, würde ich sagen. Gut, wo soll das auch sonst sein? Also, wenn man mal so ehrlich. So viel mehr Möglichkeiten gibt es ja auch nicht. Da drüber wäre ein bisschen komisch. Ich glaube, dann hätte es hier jemand anders vorher schon mal gefunden. Mal ganz ehrlich. Ach, der Preis ist totaler Murks. Ey, ich bin doof. Ja, hab ich nicht aufgepasst. Machen wir noch ein Silo hin. Mal nochmal zwei Wagen hier. Oder sogar drei oder vier. Dann werde ich die Silos aber mal hier ein bisschen voller füllen. Und ziemlich viel einlagern. Und dann, wenn es halt wirklich, wirklich viel Geld bringt, dann werde ich mal alles hoffentlich gleichzeitig raushauen. Klingt nach einem Plan. Nach einem begrenzt schlauen Plan vielleicht. Aber es ist zumindest einer. Und da ist immer noch was hier. Nope.